Hallo liebe Zielgruppe zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal Kreuzfahrtcamper. Ja, wir sind hier am Strand, genießen unsere letzten Reisen mit dem Bulli und wir sind auf der Suche nach einem neuen Kastenwagen. Das alles nach unserem Intro. Wie ihr sicherlich wisst, haben wir uns ja für einen Kastenwagen entschieden als Nachfolgefahrzeug. Dann ist aber immer noch die Frage, ja, welchen Kastenwagen? Es gibt Pössl, es gibt Clever, es gibt Sunlight, es gibt Adria und so weiter und so fort. Hier gibt es ja so viele Marken. Und damit ihr einen Einblick habt, wie wir uns für unseren Kastenwagen entschieden habt, welche Kriterien wir dafür angesetzt haben, ja, das werden wir euch in diesem Video auf jeden Fall erzählen. Und jetzt genießen wir aber noch diesen Strand hier, dieses Erlebnis, die Sonne mit unserem Bulli. Denn dafür muss man sagen, ist das wirklich wunderbar. Also hier in St. Peter-Ording, der Bulli einwandfrei. Aber nicht mehr lange, denn dann wollen wir wirklich einen neuen Wagen haben. Und welcher es sein wird, das werden wir euch sogar am Ende des Videos erzählen. Szenenwechsel! Wir sind jetzt, ich weiß gar nicht, ob ihr es erkennt, ich gebe euch einen Tipp, fängt mit H an, hört mit Burg auf und dazwischen ist ein Am. Hamburg, genau, wir sind wieder hier und wollen euch jetzt ein paar Sachen vorstellen. Und zwar haben wir unser Video, der richtige Kastenwagen, Fragezeichen, in drei Bereiche aufgeteilt. Zum einen, erstmal wollen wir die Kriterien festlegen, nach welchen Kriterien gehen wir. Dann wollen wir natürlich die Punkte vergeben für entsprechend drei COVs, also drei Kastenwagen, die wir ausgesucht haben. Ja, und am Schluss das Fazit, welcher COV, welcher Kastenwagen müsste es laut Punkte am Ende werden? Ja, und die neun Kriterien, denn neun Stück, so viel sind es, die werde ich euch jetzt mal erzählen. Und zwar einmal ist das natürlich die Heizungsart, da kann man viel beachten. Dann gibt es die Kühlschrankart. Das Innendesign, was wir uns vorgenommen haben, wir haben geguckt nach der Autarkie, also das heißt freistehen. Dann das Grundfahrzeug selber, welcher Hersteller. Dann haben wir noch die Wintertauglichkeit, die für uns sehr wichtig ist. Dann haben wir noch die Wartezeit, Preis und natürlich zum Schluss nicht zu vergessen, wie sieht das eigentlich mit dem Gewicht aus? Und das schauen wir uns jetzt mal alles genau an. Anfangen werden wir natürlich mit dem Grundfahrzeug und zum Grundfahrzeug passt natürlich auch das dort im Hinter gesehene Schiff sozusagen, also ist ja auch grundmäßig, je nachdem, was für eine Philosophiefrage, welches Fahrzeug man wählen möchte. Bei den drei Fahrzeugen, die wir uns ausgesucht haben, ja, das wird der Marcel mal sagen, welche Fahrzeuge es dort gibt und genau. Eins muss ich jetzt sagen, wo er das Ganze, ich hoffe nicht, dass dieses Fahrzeug auf Grund läuft. Das könnte böse enden. Immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel, wäre genau, besser. Das wünschen wir jedem. Ja, also drei Fahrzeuge sind jetzt in unserer Auswahl gekommen. Einmal der Pössl Summit Prime 600. Ich glaube, dieses Fahrzeug spricht für sich, kennen schon viele. Dann haben wir als Alternative den Clever Celebration in 600 und den Malibu Charming GT 600 DB. Genau. Das ist das dritte Fahrzeug und für euch jetzt, damit ihr das wisst, wie wir das machen wollen, wir haben wie gesagt die neuen Kriterien, die hat Stefan euch vorgestellt und wir werden Punkte vergeben und zwar immer Sterne. Bis drei. Genau, drei Sterne ist das Maximal, eins ist das Minimale, beziehungsweise doch eins haben wir immer vergeben. Ja. Und es gibt aber drei Punkte, die uns besonders wichtig ist. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Für uns war wichtig das Innendesign, die Heizungsart und ob wintertauglich. Genau. Da gibt es nämlich die doppelte Sternanzahl. Richtig. Damit ihr das nachher versteht, warum die ganzen Punkte gehen. Und jetzt fangen wir wirklich an mit dem, Moment, wir haben was gemacht, mit dem Grundfahrzeug und da der Länge. Genau, die Länge haben wir uns natürlich gewählt. 6 Meter. Einmal gibt es dort nochmal einen Unterschied zum 6,40 Meter, was das Gewicht betrifft. Und man ist einfach vielleicht noch ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, flexibler, weil man nach hinten nicht so weit raussteht. Ich habe das, also typisch im 6 Meter sind die Querbetten. Das haben wir ausprobiert, also das wird funktionieren. Für uns ist das kein Problem, genau. Du bist 1,88 Meter. Das nochmal dazu. Und das passt. Ja, und jetzt haben wir einfach mal geguckt, weil die 6 Meter haben alle drei Fahrzeuge. Also dementsprechend passt das. Aber es gibt halt Unterschiedlichkeiten. Beim Pössl Summit Prime 600 gibt es die Möglichkeit,
ein Citroën zu bekommen. Genau. Und ein Fiat. Dasselbe gibt es auch bei Clever Celebration, die haben dieselbe Auswahl. Malibu hingegen bietet nur den Fiat an. Richtig. Ja, und da müssen wir gucken, wir wollten auch eine Automatik haben, was jetzt allgemein ja eben nur bei Fiat gibt. Also bei den anderen gar nicht. Also dementsprechend können wir das als Bewertungspunkt rausnehmen, weil das ist unfair. Aber wir können halt gucken, wer hat Markenvielfalt vom Grundfahrzeug. Weil je nach Grundfahrzeug hast du entsprechende Technik, die unterschiedlich drin ist. Genau so ist es. Ja, und da haben wir Malibu wirklich nur einen Stern gegeben, weil sie haben nur Fiat, nicht viel Technik, die es dort gibt. Leider ja. Also das, Assistenzsysteme geht es um die Technik, ja. Genau. Und Pössl und Clever Celebration, wie gesagt, normalerweise gäbe es noch ein Peugeot, den haben sie beide nicht im Angebot. Und deshalb gibt es dort nur zwei Sterne für den Pössl und für den Clever. Kommen wir zur nächsten Kategorie. Ja, Kategorie kann man sagen, weil man ist ja, oder Kriterium, das ist glaube ich das Richtige geworden. Und dafür sind wir noch näher an dieses Schiff, falls ihr es noch nicht wusstet und falls ich es nicht gesagt habe. Ich weiß es nämlich schon wieder nicht mehr. 5 Minuten sind vorbei. Das ist die MS Europa 2. Innendesign schlecht weg, kann man sagen. Also richtig tolles Schiff. Wenn ihr es mal sehen wollt, Schiffstester Matthias Mohr empfehlen wir euch. Aber das soll, darum soll es jetzt gar nicht gehen, also nicht ums Schiff, sondern um das Innendesign. Und das ist für uns wirklich ein wichtiger Faktor. Das gibt es bei uns, also doppelte Punktzahl, doppelte Sterne. Und auf was achten wir da drauf? Zum einen Rooftop. Innen direktes Licht, nicht indirektes Licht, so heißt das. Dann eine, die Verarbeitung von den Schränken, der Wohlfühlfaktor, weil wenn man einsteigt in dieses Auto, muss man sich wohlfühlen, sofort wohlfühlen. Dann die Aufteilung, wie ist das Auto aufgeteilt? Und natürlich das Bad. Wir werden euch jetzt als erstes mal Bilder zeigen vom Pössl Summit Prime 600. Das ist ja vom Innendesign absolut 1A. Also wir sind da reingegangen und haben gesagt, wow, das seht ihr, wenn wir diese indirekte Beleuchtung, dieses Klavierlack um, Hochfenster. Also das hat schon echt was und das Rooftop, was du noch aufmachen kannst, richtig toll. Ja, beim Clever Celebration hat man das alles irgendwie auch. Man hat es gedacht, hat das nur Pössl? Nein, Adria und alle anderen auch, aber wir sind jetzt beim Clever. Der hat das auch, aber da ist man reingegangen und irgendwie, man hat sich fehl am Platze gefühlt. Man hat sich so das angeguckt, teilweise sah es ein bisschen billig verarbeitet aus. Etwas, was die gar nicht haben, war Soft Close. Das heißt, wenn die Schubladen zumachst, bumm, kein Soft Close. Bisschen komisch. Auch hinten die Verarbeitung, also sprich, wenn man hinten das Heck anguckt, wo ja normalerweise Schränke rundherum sind, gibt es da teilweise auch nicht. Also das sieht irgendwie komisch aus. Hat aber auch das Rooftop und natürlich hat dieses Klavierlack. Das muss man sagen, sieht gut aus. Tja, der Malibu, wir sind da reingegangen und dachten uns, wo ist der Kaffee, wo ist der Kuchen? Man hat sich irgendwie sofort heimisch gefühlt. Was der Wagen leider nicht hat, was uns ein bisschen ärgert, ist dieses ganz große Rooftop. Die haben zwar auch einen Rooftop, aber das ist A nicht aufmachbar. Dann haben die um das Fenster, um dieses Hochdach da, keine Beleuchtung oder keine solche schöne Beleuchtung wie halt der Malibu, nicht der Malibu, wer heißt da? Pössl oder Clever. Und das fällt dann doch schon auf. Sonst muss man sagen, Soft Close, die Verarbeitung ist richtig gut, die Raumaufteilung ist vernünftig gemacht und deshalb kommen wir zu folgender Bewertung. Absolut Nummer 1, das kann man nicht anders sagen und deshalb gibt es 3 Sterne und ihr wisst, das ist unsere wichtige Kategorie, also 6 Sterne gibt es definitiv für den Pössl Summit Prime 600. Das ist wirklich völlig durch und durch durchdacht, so heißt das. Ja, der Clever Celebration, da geben wir mal nur 2 Sterne, also insgesamt 4, weil da war der Wohlfühlfaktor einfach nicht gegeben. Also man ist reingekommen, auch der Bodenbelag hat irgendwie nicht zugesagt. Deshalb halt nur 2 Sterne, also sprich 4. Und beim Malibu, ja, das ist so ein Mix aus
2,5 bis 3 Sterne, weil Stefan hat einfach dieses aufmachbare Rooftop gefehlt, auch der Klavierlack, das hat es halt nicht. Damit kann es aber mit anderer indirekter Beleuchtung wunderbar punkten und deshalb haben wir gesagt 2,5 Sterne, also insgesamt 5 Sterne. Klarer Sieger im Design der Purcell Summit 600 Prime. Ja, kommen wir zu der Kategorie Kühlschrank. Zur Kühlschrankkategorie, das geht relativ fix. Wir haben einmal die Größe, also das Volumen des Kühlschranks bewertet und wir haben noch zusätzlich dann die Vielfalt, also Kompressor oder Absorber oder beides bewertet. Und ja, der Purcell Summit Prime, der hat einen 70 Liter Kompressorkühlschrank, den gibt es auch nur als Kompressor. Dann haben wir beim Clever den 95 Liter Kompressorkühlschrank, gibt es auch nur einen Kompressorkühlschrank. Und beim Malibu gibt es beides, einmal 80 Liter, was der Absorber ist. Und dann nochmal 90 Liter, was der Kompressorkühlschrank ist. Ja, somit verteilen wir die Punkte für den Purcell auf 1 Stern, weil sehr klein und nur Kompressor. Dann haben wir den Clever Van, der hat 2 Sterne, weil groß, aber auch nur Kompressor. Und der Malibu hat die Vielfalt, also die 3 Sterne oder die wohlverdienten 3 Sterne. Auch die Heizungsart geht relativ flott. Wir haben beim Purcell Summit Prime eine Gasheizung, wir kriegen keine D, also keine Dieselheizung. Wir kriegen dafür aber die große 6, also die Truma Kombi 6 mit E sogar. Dann haben wir Clever bekommen wir ja eigentlich alle Modelle, nämlich eine D-Heizung als auch die E-Heizung, also für Diesel und Elektro, als auch die 6E für Elektroheizung und dann dementsprechend die größere Heizung. Beim Malibu sieht das ein kleines bisschen anders aus. Wir haben nur die Diesel-E-Heizung und wir haben die 6E-Heizung. Also das heißt, da gibt es die beiden zusätzlichen Heizungen nur als größere Variante. Nicht zu vergessen kommen wir noch zu der Sternebewertung, da das eine Kategorie, die bei uns sehr viel Gewicht hat. Das heißt, wir legen dafür sehr viel Wert drauf, zählen die Sterne natürlich dementsprechend doppelt. Der Purcell Summit Prime, der hat halt nicht so viel Vielfalt und daher bekommt er insgesamt von doppelter Bewertung, also das heißt ein und doppelte Bewertung wären dann 2 Sterne. Wir haben den Clever Van, da ist es natürlich definitiv alle Arten, also volle 6 Sterne. Und beim Malibu, da haben wir halt einen kleinen bisschen Abstrich, weil wir halt die D alleine nicht kriegen, sondern nur D und E zusammen, also Elektro, Diesel und Elektroheizbetrieb und daher nur die 5 Sterne. Unser nächstes Thema oder unser nächstes Kriterium ist die Autarkie. Weil wenn man einen Van hat, dann will man natürlich autark stehen und das ist das A und O. Und da muss man mal gucken, können die Fahrzeuge das überhaupt? Und was braucht man für eine Autarkie? Ganz wichtig ist die sogenannte Solarvorbereitung. Die muss einfach ein Fahrzeug haben und mindestens eine zweite Aufbaubatterie. Jetzt gucke ich auf meinen schlauen Zettel, damit ihr das mal wisst. Ne? Da haben wir den schlauen Zettel. Ja, haben tatsächlich alle drei, der Summit, also der Summit Prime, der Purcell, der Clever Celebration und der Malibu und damit kriegen alle drei Sterne. Wirklich wunderbar. Auch der FC St. Pauli macht natürlich eine Winterpause und da sind wir genau beim richtigen Thema, nämlich die Wintertauglichkeit der Vans. Ja, wir haben uns das mal genauer angeguckt. Für die Wintertauglichkeit gehört für mich dazu eine Dieselstandheizung, aufgrund, weil man im Winter mehr Energie verbraucht und ein Dieseltank ist dementsprechend größer und man ist länger autark unterwegs als mit einer Gasheizung. Das heißt, die Gasflaschen sind meistens nach 2 Tagen, ist eine so eine große Gasflasche auf jeden Fall schon leer. Dann haben wir natürlich die Isolierung des Tanks oder der Abwassertank, Zuwassertank, wie auch immer. Und natürlich die Heizung, die es vielleicht gibt. Und was natürlich am allerwichtigsten ist, ist die Isolierung. Und ja, genau, dazu jetzt mehr. Also den Purcell Summit Prime, der hat im Endeffekt keine Dieselheizung. Also ist er für mich schon mal ein bisschen, oder ist er für uns natürlich schon mal ein bisschen weniger wintertauglich. Von der Isolierung her ist er in Ordnung. Wobei es noch Fahrzeuge gibt, die noch ein bisschen mehr isoliert sind, aber dazu später gleich mehr. So, und dann haben wir natürlich noch die Isolierung des Abwassertanks und die Beheizung, die gibt es bei dem als auch beim Clever, also das ist kein Problem. Der Clever bietet ja die Dieselheizung, also gibt es auch kein Problem.
Ja, und der Malibu hat noch eine Besonderheit mehr als im Endeffekt der Clever und der Pösse, nämlich er hat eine doppelte Isolierung. Also das heißt, man ist im Winter natürlich noch mal ein bisschen mehr vor Kälte geschützt. Und das ist doch bei diesen ganzen zügigen Schiebetüren und so weiter, die die Kältebrücken haben, doch recht wichtig. Ja, darum die Punktezahl. Der Pösse Summit Prime bekommt von uns, weil es ja eine doppelte Kategorie ist, 2 Punkte. Also von 1 geht es dann auf 2. Dann haben wir den Clever Van, der bekommt von uns 4 Punkte. Und zu guter Letzt der Malibu, der im Prinzip alle Kriterien super erfüllt, bekommt natürlich volle 6 Punkte. Und falls ihr tatsächlich gerade glaubt, wir haben Winter, nein, wir haben Sommer. Ihr seht, wir sind im T-Shirt da, aber die haben jetzt Sommerpause und in der Winterpause sieht es genauso leer aus. Deshalb dieser kleine Vergleich mit der Winterpause. Nicht, dass ihr denkt, dass wir völlig schon einen an der Schacke haben. So schlimm ist es noch nicht. Kommen wir zur nächsten Kategorie, zum nächsten Kriterium, und das ist ein ganz wichtiges, das ist nämlich das Gewicht, also sprich die Zuladung. Wie viel Kilo darf man denn eigentlich zuladen? Das ist immer ein wichtiges Thema, gerade wenn man so ans Ausland denkt, denn da könnte es gut teuer werden, wenn man eindeutig Übergewicht hat, also mehr als man eigentlich darf. Wir haben das Auto komplett vollgepackt, ist nach unseren Sachen so, wie wir sie gerne haben wollen, und dann ergeben sich folgende Gewichtszahlen, also was man zulässiges Gesamtgewicht ist 3,5 Tonnen und Leergewicht. Zuladungsgewicht, ich nenne mal das Zuladungsgewicht, und zwar haben wir da beim Pössl Summit Prime 600 gerade mal 430 Kilo. Man muss sich immer mal vorstellen, in dem normalen Fahrzeug, das ist ein voller Tank, 20 Liter sind im Wasser und der Fahrer mit 75 Kilo. Das heißt, da bin ich komplett raus. Ich muss also in den 430 Kilo rein und das Wasser muss auch noch mit rein. Also bei 90 Liter Kanister nochmal 70 Liter mehr, könnte langsam eng werden. Ja, beim Clever Celebration und beim Malibu sind es jeweils 550 Kilo. Ist jetzt weitaus mehr als der Pössl, aber müssen wir auch sagen, auch das ist nicht wirklich viel, weil wir kennen das beim Pepper, also beim Carabus von Weinsberg, da hast du 700 Kilo. Und da sagt man ganz einfach, das ist wirklich ein meilenweiter Unterschied. Deshalb gibt es in dieser Kategorie diesmal kein Auto, was 3 Sterne hat, sondern wir haben dem Clever Celebration und dem Malibu 2 Sterne gegeben. Ja, und der Pössl mit dem wirklich sehr wenigen 430 Kilo gerade mal 1 Stern. Das nächste Kriterium, das ist die Wartezeit. Das ist ja auch immer so ein wichtiger Punkt, wann will man das Fahrzeug dann auch mal irgendwann mal fahren. Und wenn man ein neues Fahrzeug sich bestellt, dann haben wir nachgeschaut und nachgefragt. Beim Pössl Summit Prime haben wir im Moment Wartezeiten von 12 bis 15 Monate. Das ist schon mal eine ganze Ecke. Beim Clever sieht das nicht viel besser aus. Aktuell, zu dem jetzigen Zeitpunkt, sind die Wartezeiten auch bei 12 bis 15 Monaten. Ja, der einzige, der schneller liefern kann, das ist der Malibu Van. Und der liegt nur bei 6 Monaten. Ja. Also von daher, es ist ja schon eine ganze Ecke schneller als die Konkurrenz. Und weil wir natürlich auch Punkte vergeben, hat für uns ganz klar der Pössl 1 Stern bekommen. Der Clever bekommt auch 1 Stern für die lange Wartezeit. Und ja, der Malibu bekommt volle 3 Sterne, weil vom Dingens ist er natürlich am kürzesten Lieferzeit. Also das heißt mit 6 Monaten top. Jetzt kommen wir zur letzten Kategorie, und das wird für viele die wichtigste Kategorie sein. Und das ist natürlich der Preis. Diese Fahrzeuge haben insgesamt immer verschiedene Angaben, was wir so in den Ausstattungen, aber wir haben sie so genommen, wie wir sie am Schluss haben wollten. Also den Clever, den Malibu oder den Pössl. So wie wir sie haben wollten, das sind die Preise, und da kommt raus. Beim Pössl Summit Prime 600 58.200 Euro. Beim Clever Celebration sind wir bei 64.500.
Ja, und nochmal eine Schippe drauf müsst ihr bei Malibu geben, denn der ist bei 70.000 Euro. Also da eindeutig der Gewinner, der Pössl mit 3 Sternen, 2 Sterne bekommt der Clever Celebration und naja, vom Preis her der Malibu 1 Stern für die 70.000. Das waren jetzt alle unsere Kategorien. 9 Stück waren es an der Zahl, also Kriterien. Und wir haben alle Punkte vergeben. Wir blenden euch das entsprechend auch mal kurz in eine Gesamtübersicht ein. Ja, und jetzt fehlen im Endeffekt die Gesamtpunkte. Ja, man glaubt es gar nicht. Es war unser Wunschauto, der Pössl Summit Prime 600. Und ist nur auf den 3. Platz gelandet mit 21 Punkten, also 1,8 genau. Punkte. Ja, ja, wir haben das die Kategorien, die jetzt sozusagen doppelt waren, haben wir dann sozusagen mit dazu auch doppelt dementsprechend genau gezählt und haben dann einen Durchschnitt errechnet. Also alle Punkte durch 12, also deshalb 21 durch 12. Ja, genau. Auf Platz 2. Und damit haben wir auf keinen Fall gerechnet, dass der auf den zweiten Platz kommt. Wir hätten da definitiv einen anderen gesehen. Ja. Ja, der Clever Celebration mit 26 Punkten und damit einen Durchschnitt von 2,2 Punkten. Richtig. Oder Sternen. Ne? Genau. Ja, und absoluter Testsieger im Kreuzfahrt-Camper-Test mit 29 Sternen, also eine Bewertung von 2,4 Sterne, ist der Malibu 600 DB Charming oder Charming GT 600 DB. Genau, mit dem Panoramadach natürlich. Genau, also so unsere Bewertung, also für uns klarer Sieger der Malibu. Jetzt ist natürlich die Frage. Ja, Marcel, genau, ich wollte dich gerade fragen, für was haben wir uns denn eigentlich entschieden? Ja, ohne diesen Test zu machen. Das ist richtig. Das muss man dazu sagen. Wir haben ihn im Nachgang gemacht und wir können euch sagen, dass er auch nicht gefälscht ist, weil wie gesagt, unser Traumauto ist der Pössl Summit Prime 600. Wenn er eine Dieselheizung gehabt hätte und wenn er entsprechend winterfest gewesen wäre. Damit, dass er das leider nicht hat, ist er aber disqualifiziert raus. Also das heißt, das Fahrzeug kann es einfach nicht werden, weil wir sehr, sehr großen Wert auf die Dieselstandheizung legen und ja, naja, und geworden ist es halt für uns jetzt der Malibu. Genau, so sieht's aus. Den haben wir auch schon, sage und schreibe, bestellt. Vor gut 2 Wochen ist der bestellt worden und jetzt sagen wir es euch einfach auch mal. Also wir werden vom Bulli auf Malibu. Da ist das Bu ja drin, das Li ist ja auch, ne? Genau, Bruce also Li. Naja, nicht ganz, aber ja, auf jeden Fall werden wir auf die etwas größere Kategorie wechseln. Genau, im Endeffekt mussten wir auch alles durchrechnen, wenn wir alles zusammengepackt haben. Irgendwo sind dann doch die preislichen Gleichheiten. Ja, man muss dazu sagen, er kostet 10.000 Euro mehr als der Pössl, aber das ist in der Verarbeitung und etc. einfach die Sache und uns ist es wichtig, ein winterfestes Fahrzeug zu haben und das haben wir definitiv mit diesem Fahrzeug. Die andere Alternative, die wir gehabt hätten, wäre Selbstausbau, aber da haben wir halt einfach keine Zeit für. So ist es. Ja, ja, weil wir jetzt sozusagen vom Bulli weggehen, hat ja auch einen bestimmten Grund. Jetzt zum Beispiel wird es im Moment auch immer voller hier auf so Freistehplätzen und so weiter, wie wir es hier auch haben. Du bist halt da dementsprechend nicht mehr ungestört, du musst dich ja noch, auch noch mal waschen können und so weiter. Also es wird immer problematischer und mit so einem Van ist es dann doch irgendwie genau, ja, angenehmer und viel einfacher. Das heißt, wir folgen jetzt Kai, wir folgen Iris und Uwe und Avanti und wie sie sich alle heißen. Wir machen halt jetzt auch ein auf Kastenwagen auf CUV. Er wird, wenn alles gut geht, im November kommen. Und ja, das heißt, dann werden wir reisen mit einem CUV halt. Und der Malibu wird natürlich auch das Modell 21, also das heißt, werdet ihr natürlich von uns auch dementsprechend eine Roomtour natürlich bekommen, wenn wir die natürlich rechtzeitig bekommen. Das ist halt die Frage. Ne? Ja. Also es steht ja immer noch alles oder es fällt und steht mit Corona oder fällt ja mit Corona, je nachdem, werden wir nochmal einen Rückschlag gekriegen. Ja, aber Stefan, noch viel wollen wir nicht verraten. Nein. Das soll es jetzt gewesen sein. Wie gesagt, die Kriterienliste werden wir euch einfach auch mal zur Verfügung stellen auf unserer Internetseite kreuzfahrtcamper.com oder de, damit ihr einfach dort nochmal nachschauen könnt und euch selber eine Kriterienliste aufbauen könnt. Würden wir euch auf jeden Fall nur empfehlen, das macht wirklich Sinn.
Ja, und dann soll es das diesmal gewesen sein. Vor einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Bis dahin, alles Gute. Und gute Reisen. Ciao, ciao.